Ich starte noch einmal auch die Aufnahme. Ich glaube, ich darf noch mal von neu machen. Ah, toll. So, dann können wir das dieses Mal vielleicht sogar auch richtig machen. Ohne alles dann niederzubrennen. So, warte mal, was haben wir denn hier? Ah! Ja, mal gucken, wie ich das dann für YouTube dann zusammenschneide. Obwohl, ich lasse das eigentlich, glaube ich, ungeschnitten. So. Ach, okay, man kommt eh nicht anders dahin, außer hier rum. Ein von fünf Laternen zerstört. So, und... Ah, okay, hier. Hier breitet sich das Feuer aus, da oben. Ah, okay, die haben mich schon entdeckt. Ich glaube, ein 100% Run wird das nicht. Ich glaube, 100% Run werde ich auch nicht schaffen. Okay, der brennt. Mal gucken, wie viel ich schaffen werde. Jo! Ja, genau. Brennt hier auch alles nieder. So, Headshot. So, wer? Wer hat da noch was für mich? So. Dann sammeln wir das jetzt mal ein. Nachdem wir hier angespült wurden, setzen uns kennen wir schon. Ich lass das dann so. Ich glaube aber, einen 100% Run schafft man nicht. Also genau, die Fackel. Aber ich will schon hier so viel es geht mitnehmen, sagen wir so. Einen Moment, kann ich hier auch speichern? Speicherslot ändern. Ich speichere mal hier. Spiel gespeichert, okay. Okay, nice. Okay, das sah nice aus. Super. Irgendwas stimmt mit dem Spiel nicht bei mir. Kann das sein? Cloud wird synchronisiert?
glaube, das Spiel ist fehlerhaft. Ja, ich glaube auch, das sind die Wochen der Spielfehler. Wie du, genau wie du sagst. Ready? So. Den hier. Der April macht, was er will. Hm, bei dir ist das auch mit den Spielfehlern. Ich glaube, bei mir ist das auch. Bei Tomb Raider. Irgendwie ist funzt nicht so, wie es funzen soll. So. Das Ding haben wir. Da hinten gab es aber, glaube ich, noch was. So. Die Lurche rächen sich. So, jetzt ist die Frage, kommen wir da gleich hoch? Wo wir hoch wollen. So, das nehmen wir auch mal mit. Ein Seidenfächer. Kennen wir schon? Ich freue mich schon, das für YouTube zusammenzuschneiden. Das wird ein Spaß. So, den Cash wollen wir auch noch mitnehmen. So, dann haben wir hier jetzt, glaube ich, alles eingesammelt fürs Erste. Außer halt die Laternen. Würde ich hier noch einmal kurz speichern. Auf den hier. Nur um sicher zu gehen, dass es jetzt da oben gleich nicht nochmal abschmiert. Vielleicht muss ich ganz langsam machen. Ah, okay. Da wird jemand erschossen oder auf ihn geschossen. Ich komme, Roth. Ein Stück vom Bein fehlte. Ah, und genau die fasst da drauf. Auf die Wunde. Das hier nichts zu tun. Schön, dich zu sehen, Kleines. Sorry, aber das sieht echt übel aus. So übel. Hast du was von den anderen gehört? Nichts. Warte, was hast du vor? Die Wölfe haben meinen Rucksack. Der Sender vom Rettungsbund ist da drin. Finden wir den nicht wieder, werden vielleicht wollen die Wölfe auch gerettet werden? Du brauchst Verbandszeug, Morphium, Desinfektionsmittel. Alles im Rucksack. Scheiße. Du sagst es. Komm. Kein. Tu mir das nicht an, du verdammter Mistkerl. Okay.
Genau, die Wölfe punkten dazwischen. Nice, für seinen Kill an dem Wolf kriege ich trotzdem die 20 Erfahrungspunkte. Perfekt. Kriege ich für ihn auch noch Erfahrungspunkte, wenn ich ihn jetzt ausbeute? Nee. Liegen hier noch mehr Wölfe? Ach, Belia hat das auch gespielt. Boah, ich muss bei Belia auch nochmal reinschauen. Ist jetzt wieder ein Weilchen her. So, warte mal. So. Hier sind wir voll. Das zünden wir an. Aber ja, wie Ostrom sagt, ist halt ein geiles Spiel. Gibt's hier noch mehr? So, 431 haben wir jetzt. Ja, ich glaube, wir müssen, sobald wir genug Ausrüstung haben, hier einmal überall nochmal zurückgehen. Und alles einsammeln. Mit dem Bogen können wir ja noch nicht machen. Da sehe ich einen Geocache, aber da können wir nicht rüber, weil da fehlt was. So, aber wir setzen uns mal ins Lager. So. So, verstärkte Wurfarme und gewickelte Sehne. Verstärkte Wurfarme ermöglichen mehr Zug und versuchen dadurch mehr Schaden. Finde die zwei weitere Teile, um einen Upgrade freizuschalten. So, den anderen kann ich ja noch nicht machen, um den Bogen vollständig zu machen. Da fehlt mir noch was. Freddy, du musst das definitiv mal spielen. Oder warte mal. Geht das schon? Ne. Hier kann ich hoch. So, der Kantenmaler hat hier wieder sein Werk projiziert. Geh mal hier hin, da ist neben Geocache. 1 von 15. Ja, super. So, hoppala. Diese Ruinen.
Kamakura-Periode. Gehörte das alles zu Yamatai? So, da haben wir nochmal Teile. So, noch neun Teile fehlen uns noch. Da können wir den Bogen einmal vollständig hier verbessern. Also zumindest die beiden Upgrades da nehmen. Gab's da unten was mit Feuer? Wollt runter. Kann ich mich hier dran bedienen? Nee. Ah! So, hier haben wir Feuer. So. Wo war das Ding das hing? Da. Brennen soll es. Da haben wir sogar 20 für bekommen. Nice. Dann können wir den Bogen jetzt noch einmal verbessern. So, gewickelte Sehne. Gewickelte Sehne, die eine höhere Schussfrequenz ermöglicht. Nice. Ja, hier fehlt noch ein bisschen was. Den haben wir. Fertig. Aber hier ist auch alles teuer. So. Ich würde jetzt aber nochmal einen kleinen Break machen. Für YouTube gucke ich mal, wie ich das schneide. Ich wäre aber gleich wieder da. Und da bin ich wieder. Ja, machen wir uns mal auf die Jagd nach dem Wolf, würde ich sagen. Also, und die Tasche da holen. Wo war nochmal der Weg? Der war auch hier irgendwo, oder? Ne, da. So. Und auch an dich zurück. Willkommen zurück, Old Coin. Oh, warte, da unten könnte auch noch was sein. Gehen wir mal da runter. Nein. So. Ist hier vielleicht noch was? Ja, hier gibt es auch noch was. 21 Freiboot haben wir. Kaputt gemacht. Wir machen auch alles kaputt hier. So. Da haben wir auch noch einen Geocache. Kommen wir da ran. Da komme ich auch nicht hoch. Hier irgendwie vielleicht. Aufs Dach. Hier kommen wir aufs Dach. Okay. Da oben ist auch noch ein Geocache. Zünd vielleicht vorsichtshalber eine Fackel an. Da kommen wir nicht hoch. So. Und die Fackel ist aus. So, das Ding sammeln wir auch noch eben ein. Oh, da hinten ist auch noch eins. Okay, kann ich noch nicht. Ja, alles kaputt machen.
So, in die Höhle. Los geht's. Ich hab dich gesehen, ja? Ich will nur den Rucksack. Sonst nichts. So, ich bin schon bereit, irgendwas zu drücken. Ich hab ihn. Okay. Jetzt zurück zu Roth damit. Gibt's hier noch irgendwas? Ne. Nur tote Tierkadaver. Da geht's auch nicht weiter. So. So, hat er Loot? Kann ich den? Ja. Treibgut aus einem Wolf gezogen. Nice. So, draußen sind jetzt gleich auch noch ein paar. Das ist kein Wolf. Ne, draußen keine. Stimmt, den Weg können wir nicht mehr nehmen. So, und die Fackel ist natürlich wieder aus. Assassin's Creed Style? Das Abrollen üben wir noch, Lara. Gut. Flicken wir dich zusammen. Schlecht. Wo lernt eine junge Lady wie du denn solche Sachen? In der Spätschicht im Ninebells? Gegen eine Scherbe ist ein Wolf gar nichts. Aha, okay. Hey, du hast ihn gut gemacht. Also, ich nehme mal an, dass jemand damit hoch zum Funkturm soll? Naja, es ist die beste Chance, ein starkes Signal in alle Richtungen zu senden. Kriegen wir wenigstens eine Jacke? Hör zu. Lara. Dieser Notruf muss gesendet werden. Und ich kann jetzt mal eine Weile nicht klettern. Ja, ich hatte schon befürchtet, dass du das sagen würdest. Du schaffst das, Lara. Immerhin bist du eine Croft. Ich bin nicht diese Art von Croft. Doch bist du. Du weißt es nur noch nicht. Klar, wir sollen hochklettern. Dann hoffen wir mal, dass ich schnell lerne. Bitte, sei vorsichtig, Lara.
wir sollen da hoch. Wir haben keine Jacke und wir sind in eine Bärenfalle reingetreten, haben einen dicken Holzsplitter im Bauch. Hatten einen dicken Dinosaurierzahnstocher in unsere linke Hüfte bekommen. Aber wir sollen da hochklettern, natürlich. Nur weil wir eine Croft sind. Ah, Moment mal. Kann man die Axt auch verbessern? Ich gehe nochmal runter. Assassin's Creed Style wieder mal. So, Lara, abrollen. Musst du jetzt gelernt haben. Perfekt. Ezio wäre stolz auf dich. Kami! Okay, warte mal. Wo habe ich die Ohren wieder hingetan? So. Kami, für dich. So, jetzt erstmal gucken. Oh, und wir haben wieder Fähigkeiten. Marsche und Kletterpartien. Es ist fast so, als hätte er mich die ganze Zeit auf so etwas vorbereitet. Es ist klar, dass hier Menschen leben. Und sie sind organisiert. Sie töten und rekrutieren. Aber warum? Es ist wie so eine Art Kult. Aber was für ein Kult? Was wollen sie? Wonach suchen sie? Ah, ja, ich habe gesehen, du spielst mit Brom hier A Way Out. So, ich würde sagen, ich würde den erfahrenen Mörder machen. Der klingt schon sehr, sehr verlockend. Schalten Sie Ihre Feinde mit Finesse aus, um größere Belohnung zu erhalten. Rang abgehärtet braucht dafür, okay. Bogenexperte, Pistolen-Dings. Wo habe ich abgehärtet? Ah, okay, du streamst nicht. Schade eigentlich, dass du das nicht streamst. Überlebenskunst. Verbessertes Bergen. Durchsuchen Sie Kisten und Truhen sorgfältig, um zusätzliche Bergen. Sollen wir das machen? Komm, machen wir. So. Kann ich hier eigentlich auch Outfits irgendwo wechseln? Lara braucht eine Jacke. Oh, okay, Kami, dann müssten wir mal demnächst quatschen, weil ich finde das schade, dass du dann nicht mehr mit Cam machst. Ich kann nicht nur hier irgendwie verbessern, aber ich habe eh nicht genug Schrott. So. 3 von 10 Laras Tagebücher. Ach, alles gut. Solange es nicht verlangt wird, dass ich mit OnlyFans anfange, ist alles gut. So. Tomb Raider gefällt mir auf jeden Fall. Ist jetzt nicht das erste Mal, wo ich die Teile spiele. Also ist halt leider nicht Blind. Aber ist ja auch Ewigkeiten her, wo ich das gespielt hatte. Was Blind sein wird, wäre die ganz alten Teile von Tomb Raider. Das wäre Blind für mich. So. Erkunden Sie Gräber. Um geheime Belohnungen zu entdecken. Wo haben wir ein Grab? Ah! Warte, lag da was? Ja. Noch ein Geocache gefunden. Nice. So, jetzt wird's dunkel.
Sowas hätte ich auch gerne bei mir zu Hause, ja? So, gibt's hier sonst noch was? Okay, jetzt rennen wir wieder. Neues Lager entdeckt. Grab der Unwürdigen. Wir sind unwürdig. Aber haben immer noch nichts Neues. Toll, jetzt muss ich die Fackel wieder anmachen. Nochmal kurz zurück. Freddy! Ich habe die extra gerade für Kami aufgesetzt, ja? Boah, jetzt sehen meine Haare richtig schlimm aus. Einen Moment. So. Ja, okay. Optionales Grab der Unwürdigen. Vergoldete Figuren. Nina der Sonnenkönigin. Opfer, Mord. Es gibt keine Berichte über derartige Rituale im alten Yamatai. Außer sie wurden aus allen Unterlagen entfernt. So. Ah, okay, das eine Ding hätten wir so oder so wahrscheinlich runterschmeißen müssen, aber gucken wir mal, was hier unten gibt's. Hier unten. Für Innos persönlich würde ich das nicht machen. Denn... Okay, warte. Ah, okay. Das Ding muss noch ein bisschen weiter nach oben. Manchmal hasse ich euch. Warte. Für 5 Minuten, ne? Ich setze erstmal den Timer. So, Timer auf 5 Minuten. Jetzt ist die Brille ab. Und Start. Manchmal hasse ich euch. So, Lara, beeil dich. Okay, irgendwas müssen wir machen. Wenn das Ding unten ist. Können wir da vielleicht noch Gewicht dazu setzen? Mit reinpacken? Irgendwas? Boah, ich kann nicht lesen, was sie im Chat schreibt. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Was war das denn jetzt gerade? Vielleicht jetzt ein bisschen? Ah, okay. So müssen wir das machen. Und jetzt?
Ich glaube, wir müssen da irgendwie hin. Nur wie kommen wir da hin? Ne? Nee, das hat auch nicht gefunzt. Ich muss jetzt erstmal verstehen, was ich hier machen muss. Kann ich die Dinger runterschubsen? Hat mir das was gebracht? Ich weiß es nicht. Ah, warte mal. Kann ich die so anzünden? Wieso kann ich die... Jetzt verstehe ich, was ich machen muss. So. Ach so. Und jetzt ist das Ding da unten zu schwer. Das könnte zu Ehren ihrer Priesterin gebaut worden sein. Unglaublich. Okay, was haben wir hier? So, und Timer ist um. Ich darf die Brille wieder aufsetzen. So. Ihr seid aber auch echt nett zu mir. So, nochmal hier. Können wir was? Ja, wir können wieder eine Fähigkeit machen. So, was machen wir? Tierische Instinkte haben wir. Überlebenskünste. Sammeln Sie zusätzliche Belohnungen beim Plündern von Tierkadavern und Lebensmitteltruhen. Hatten wir das nicht? Und was ist das? Findige Bogenschützen ziehen ihre Pfeile aus neutralisierten Feinden. Oh, das ist gut. Ich habe Loot übersehen. Ja, wenn man auf einer Brille, an einer Brille angewiesen ist, dann übersieht man was, wenn man die nicht mehr tragen darf. So. Keine Ahnung, wo ich jetzt was übersehen haben soll. Ich gehe aber mal von aus, dass ich es nicht übersehen habe, dass da nichts war. So.
Muss ich hier rein? Ne, das war die Wolfshöhle. Da muss ich nicht hin. Wahrscheinlich hier hoch. So. Gehen die jetzt rein? Warum nicht entspannt? Später kriegen wir bestimmt wieder Praktikant. Für sie neu benutzt. Ja, der funktioniert doch, oder? Und der brennt. Gibt's hier noch jemanden? Okay, wir stehen auf, das heißt, alle Gegner weg. Hier ist Loot. Ich habe mit einigen Dorfbewohnern der Insel gesprochen. Es war zwar verboten, den Palast zu verlassen, doch das focht mich nicht an. Meine Pflicht ist klar: Wahrheitsfindung. Aber die Geschichten hier sind kaum zu glauben. Gerüchte sprechen von einem Bündnis der Königin mit der spirituellen Welt. Angeblich beherrscht sie Sonne und Regen. Ihr Land ist fruchtbar, alleine weil sie es will. Das muss Unsinn sein. Aber wo rührt derlei Geflüster her? Kontrolliert sie so ihr Volk durch Ausnutzen primitiven Aberglaubens? In allen Augen lag Ehrfurcht, als sie von ihr sprachen. Doch ich spürte auch Furcht. Ihre Untertanen werden gut behandelt. Die Steuern sind moderat und der Schutz durch die Sturmwache ist ohne Tadel. Kein Wunder, dass einige sogar zu ihr beten. Als wäre sie nicht bloß eine Königin, sondern fast eine Gottheit. In ihrem Volk Unzufriedenheit zu schüren, könnte schwieriger werden als erwartet. Ich frage mich, ob wir es schaffen könnten, überhaupt alle zu finden. Solche Dokumente zum Abspielen und so weiter. So. Ach, noch ein Geocache. Einfach so gefunden. Wo muss ich überhaupt lang? Dann nach oben gehe ich mal von aus. So. Warte mal. Gibt's hier irgendwo Feuer? Da gibt's Feuer. So, erstmal den hier. Den sammeln wir gleich ein. Erleuchtung, neue Herausforderung abgeschlossen. Ein von 10 Statuen erleuchtet. So. Okay, das sieht schon jetzt sehr gut aus. Ich glaube, das hätte man auch ohne Slow-Mo geschafft. Reyes, wo bist du? Hast du Sam gefunden? Wir verfolgen ihre Spur. Gut. Ich will versuchen, ein Notsignal von einem alten Funkturm da oben zu senden. Irgendwelche Tipps? Du musst die Kommunikationskonsole finden. Müsste aussehen wie eine alte Telefonvermittlung. Okay.
Ich sag Bescheid, wenn ich dort bin. Na super. Bitte! Das muss alles nicht sein! Au. Oh. Ja, brenn! So. Vom Ton her hört sich jetzt... Ja, sind alle weg. Wir stehen auf. Ah, hier kann man sich wie zu Hause fühlen. Eine brennende Mülltonne. Wir machen alles kaputt. So. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Es ist bestimmt ein mechanisches, kein elektrisches Problem. Jetzt, Alex. Das könnte ein elektrisches Problem sein. Meinst du? Oh, hallo. Hey, wer ist denn die Kleine ja, hier? Ja, sie ist süß, hä? Ja, das ist Alicia. Meine Tochter. Oh. 14 Jahre alt. Und klüger, als du je sein wirst. Sie kommt dann wohl ganz nach ihrem Vater. Das wäre zu viel der Ehre. Und das da... Ich sehe mir das mal an. Ist wahrscheinlich elektrisch. Nach dem Vater. Ich saß also am Loch, wie so oft, zum Nachtangeln. Hey, Graham. Zeit, die Schotten dicht zu machen. Ah ja, ich komme. Also, ich saß am Loch. Da springt mich plötzlich dieses Ding an. Es kam direkt aus dem Wasser. Also gab ich ihm eine Kopfnuss. In 9 von 10 Fällen ist die Sache dann erledigt. Eine Woche lang konnte ich nicht mehr schlafen. Und ich trinke seitdem nicht mehr. Wir sehen uns beim Essen. Super, der Typ. Okay, für die Zwischenschnitte. Danke. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 3 und Action. Okay, dann pack ihn schön fest und schneid ihm den Bauch entlang. Genau so. Ja, ungefähr. Oh Gott, Cut, Cut, Cut! Cut. Kommt er gleich wieder? Ich gehe ihn holen. Archäologe. Ein weltberühmter Archäologe. Ein Entdecker. Der weltberühmte Archäologe so Dr. James Whitman. Ich kann doch so einen nicht einfach ausnehmen. Es ist nur ein Fisch, okay? Sie ja, schaffen nur das. Ein Fisch. So, Take 4. Dieses verdammte Reality-TV-Business. Ich möchte den Menschen Kultur nahebringen, Sam, und kein Essen. Ja, nichts für ungut. Essen gehört zur Kultur. Die Inhalte, Dr. Whitman. Sie wissen das. Bis wir das Königreich gefunden haben, brauchen wir Aufnahmen wie diese. Kommen Sie, noch einmal von vorn, okay? Sie werden dann bestimmt aussehen wie ein Profi, wenn es fertig ist. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 4, Action. Okay, pack ihn richtig fest und schneid ihm den Bauch lang. Ich kenne die Karten so gut, ich sehe sie selbst mit geschlossenen Augen. Aber was, wenn Yamatai doch nicht im Drachendreieck liegt und... Das hast du bei einer Ausgrabung deines Vaters gefunden. Du kamst an, um es mir zu zeigen, in deinem Pinguin-Pyjama. Ich war 5 Jahre alt. Das war mein erster Fund. Ja. Du hast einen tollen Instinkt, Kleine. Du musst ihm nur vertrauen. Das hat mein Vater auch gesagt. Er hat immer auf seinen Instinkt gehört. Was auch geschah. Er wäre sehr stolz auf dich, Lara.
Olfan, wie du sagst. Sturm. Verdammtes RTL 2. Was auch kommt. Wir stehen es durch. Okay, Lara. Reiß dich zusammen. Alle zählen auf dich. So, aber gibt's hier noch was Neues? 20% haben wir hier nur erst. Das Ding haben wir 100%, okay. So, Salvenmodus gewährt einem Feuermodus mit 3 Schusssalven. Halten Sie RW gedrückt, um den Modus zu aktivieren. Ein größeres Magazin, das 10 Kugeln fasst. Wie viel können wir jetzt tragen? Bringt das Projektil präziser ins Ziel und erhöht damit den Schaden. Oder Modifikationen am Abzug erhöhen die Schussfrequenz. Ich würde eher das hier nehmen. Die Rücklaufbremse und ein größeres Magazin. Erstmal. So, haben wir 30% jetzt. So, das nehmen wir auch mal mit. Diese Münze fand ihren Weg nach Japan vermutlich irgendwann Mitte des 19. Jahrhunderts. Eine von 2 Bronzemünzen gefunden. Bin gespannt, ob wir wirklich noch schaffen, alles zu finden. So, ist da noch einer? Ja, da hinten sehe ich noch einen. Nice. Wie ein Assassine. Oh. Hä? Und dem ist nicht aufgefallen, dass da vor seiner Nase welche gestorben sind. Hier ist irgendwo noch jemand. Den ich vermutlich nicht sehe. Wahrscheinlich da oben irgendwo. Alles klar, Oldcoin. Bis gleich. Da. Hä? So, die Lampe bewegt sich nicht mehr. So, wo sind die Toten? Also die, die ich jetzt erschossen habe? Sind die schon weg? Ne, da. Da liegt einer. Okay, es hört sich so an, als wäre hier noch irgendwo jemand. So. Dass er nicht mitbekommen hat, dass der hier... Okay. Oh, da sind 2.
Alle erledigt? Wir machen aus Lara noch einen richtigen Assassin. So, noch ein Geocache. So, und alle anderen Looten, die wir jetzt vergessen haben. Da. Ne, den hatten wir. Hatten wir wirklich alle? Oder alles? Das hier haben wir nicht. Eine Münze der Edo-Periode, geprägt im späten 17. Jahrhundert. Könnte aus vielen der alten Wracks auf der Insel stammen. Nice. Beide Münzen. Eingesammelt. So, unten haben wir aber noch nicht zu Ende geguckt. Ey, was das war? Das war sauber. Ohne entdeckt zu werden. Alle erledigt hier. So, mal gucken, ob hier noch irgendwie was ist. Ja. Ach, Muni ist voll. Wir benutzen die Pistole gar nicht. Ist aber auch zu laut. So, ach hier. So, Fackel. So, jetzt. Jetzt muss doch. So, führt das irgendwo hin? Ne. Da können wir nicht drunter her. Dieser Bunker. Zweiter Weltkrieg. Wahrscheinlich japanisch. So, Munition ist voll. Es ist eiskalt. Ja, wir gehen dann schon. Lara. Au. Oh, hier haben wir was. Was auch geschieht, ich folge jetzt Vater Matthias. Ich sitze zwar auf dieser Insel fest, habe aber den bestmöglichen Job. Er nennt mich seinen ersten Solari. Matthias mag wahnsinnig sein, aber er ist klug und gefährlich. Er weiß Dinge über die Insel. Ich glaube, er ist unsere einzige Chance, hier jemals wegzukommen. Matthias sorgt für uns. Wir haben Waffen und Nahrung. Alles, was die Stürme anspülen, gehört uns. Und wir bestimmen das Schicksal neuer Überlebender. Wer sich auflehnt, wird getötet. Wir sind die Herren dieses Gefängnisses. So, einmal. Komm, weg. Und kaputt gemacht. So, Lara. Voller Benzin klingt schon mal gut. Echt? Wofür brauchen Sie das? Generator vermutlich. Für den Turm. Wie zum Teufel kriegen wir es die Treppe rauf? Gute Frage. Wir lassen es erstmal stehen. Abwarten, wohin die sich bewegen. Sollen wir recht sein. Dann los. Nein. Scheiße. Okay, keine gute Idee. Vorsicht, Vorsicht, es ist voller Betrieb. Ja.
Okay, wir bleiben bei der. Wo kommst du denn her? Was das? Müssen wir hier überhaupt lang? Wahrscheinlich nicht. So, eine Waffenverbesserung haben wir eingesammelt, okay. Interessante Klos. Gibt hier sonst noch was? Ah, hier können wir was verbrennen. Gibt es hier was, was Feuer hat? Da. So. Brennt sie alle nieder. Ungläubige neue Herausforderungen. Abschließen für Erfahrungspunkte. So, ich mach die Fackel lieber erstmal weg. Nicht, dass wir dadurch gleich wieder gesehen werden. Okay, der hat mich kurz erschrocken. So, können wir da rein? Ne, da können wir nicht rein. Da irgendwie? Da. No one leaves. Lass mir raten, das muss da rein. Okay, jetzt stecke ich hier fest. Was muss ich machen? Was war denn das nochmal? So, kann ich damit sehen, was ich hier machen muss? Ah, okay. Wahrscheinlich erstmal hier drinnen irgendwas. Ja, genau. Das war das. Es gibt keinen Ausweg, Outsider. So. Und rein damit. Na, wo bist du denn? So, deine Waffe gehört schon mal mir. Und willkommen zurück, Oldcoin. Bitte, töte mich einfach. So, die Wahl lasse ich euch. Töten oder liegen lassen? Okay, die Wahl hat ihn nicht. Der ist jetzt tot. Zu spät, okay, schade. Ich wollte euch die Wahl lassen. Muss ich nachher schauen, ob es dafür einen Erfolg gab. Ob ich die Wahl hatte? Kann ich ihn looten? Nö.
Oh, ich habe mich wieder was. Feldbericht der Expedition. Trotz des Verlusts von zwei Frachtern durch starke Stürme ist die Expedition gelandet. Wir haben ein Kommunikationszentrum oben in den Bergen errichtet und mit dem Bau einer Basis an der Küste begonnen. Bei ersten Erkundungen wurden mehrere mögliche Ausgrabungsstätten entdeckt. Die Insel ist viel größer als zunächst angenommen und übersät mit vielen Jahrhunderten Geschichte. Die Identifikation der Ursache der Stürme kann langwierig und anstrengend werden. Aber im Erfolgsfall ist uns der Sieg in diesem Krieg gewiss. So. Und hier haben wir wieder einen Geocache. Nice. Yo, weg! Das wäre eine Schrotflinte, die wir eingesammelt haben. Okay, ist vorbei. So, und wir machen hier wieder auf. So. So. Neues Lager entdeckt, Kartenraum. Wo ist das Lager? Der Messias wird uns befreien. Wovon? Dieser Insel? Der Sturm ist beobachtet uns. Fürchtet die Dämonen. Wo ist das Lager? Hier? Okay, hier war es nicht. So, da ging es aber auch noch nach oben. Und wo sollte jetzt das Lager sein? Das da oben? So. Nice, wir haben wieder einen Fähigkeitenpunkt. Und wir können hier nochmal wissen was. Hier können wir nichts machen, das ist schon fertig. Hier haben wir nichts Neues gefunden, okay. Haben wir hier für ihn was Neues? Salvenmodus. Oder wir haben ja das Ding jetzt. Gucken wir mal, was wir da machen können. Größere Magazin für 15 zusätzliche Kugeln. Klingt schon mal gut. Gepolsterter Schaft, Gewehrkolben und Griff zur Stabilisierung der Waffe. Zwei mit Klebeband verbundene Magazine erhöhen das Nachladetempo. Okay. Polierter Auswerfer. Ein polierter Auswerfer, der die Schussfrequenz erhöht. Ich würde das hier machen, die Polsterung. So. Und was machen wir hier? Oh, wir haben hier was Neues. So, halten Sie im Kampf mehr aus, um zu überleben. Schmerztoleranz, okay. Werfen Sie Ihren Feind Steine und Dreck ins Gesicht, um Sie anfällig für Ihren Angriff zu machen. Oh, klingt nice. Wird aber das hier machen. Sie können mehr Schaden einstecken, bevor Sie sterben. Nice. So. Aber ich würde hier dann beim nächsten Mal weitermachen. Bin ein bisschen müde geworden. So. Für YouTube sage ich schon mal danke, dass ihr dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.